und herzlich willkommen zum Freitagsflug. So schnell geht die Woche schon wieder rum. Ja, ich begrüße euch auf alle Fälle recht herzlich. Bin froh, dass ihr wieder alle dabei seid. Und ja, was soll ich sagen? Heute ist Dienstag. Ich habe im Dienstagsflug ja schon gesagt, ich habe den Schweinestall noch sauber gemacht am Montag. Schaffe aber den Hühnerstall nicht, den mache ich am Dienstag. Und ja, wie gesagt, wir haben Dienstag und ich habe es natürlich gemacht. Und so schaut die Sache jetzt aus. Frische Einstreu, alles ausgemistet. Futter, Wasser. Ja. So schaut es jetzt auf alle Fälle hier drin aus. Passt wieder. Puh. Ja, und dass es kein Zeitsprung ist, das kann ich euch auch zeigen. Nicht, dass hier jetzt der ein oder andere sagt, ist ja YouTube, da kannst du einen Zeitsprung gemacht haben. Das ist ja gar nicht Dienstag, das ist ja vielleicht noch Freitag. Nee, auf keinen Fall. Der Schweinestall ist nämlich auch noch sauber, weil den haben wir ja gestern Abend gemacht. Ja, wir warten auf die Föderation. Da ist das Wasser gekriegt. Geben wir ihnen halt immer was. Äpfel und Salat. Da könnt ihr euch jetzt mehr als gütlich tun. Tja, damit werden die versorgt. Pferdestall habe ich auch schon fertig. Den Leo hole ich dann aus dem Waschhaus. Der kann da nachts wieder rüber in der Zwinge. Und wo ich jetzt da noch hin muss, das ist nun dazu die Gänse. Mein Bruder, der ist momentan im Urlaub. Der ist ein paar Tage in die Schweiz gefahren. Und ja, und in der Zeit lasse ich früh immer die Gänse raus und sperre sie abends ein. Und die können jetzt eingesperrt und ein bisschen Einstreu oben drauf. Und ist die Sache da auch gut. Da sehen wir uns gleich wieder. Hey Leute, ja, wir sehen uns nicht bei den Gänse wieder wie gestern geplant. Nein, vielmehr sitze ich auf dem IHC und ich mähe gerade die letzte Wiese ab. Ja, für die Woche ist auf jeden Fall noch komplett schönes Wetter gemeldet. Wir haben jetzt Mittwoch und ja, ich habe mir gedacht, jetzt wird gemäht. Komm, dann ist er weg. Ja, ich habe schon angefangen und so schaut's aus. Ja, und wie man sieht, der IHC steht ein bisschen schräg. Also falls wir ihn umschmeißen, dann ist das jetzt live. Ich hoffe ja nicht, dass das passiert. Letztes Jahr hat es auch funktioniert. Hat allerdings mein Vater gemäht. Ja, wir werden sehen, was kommt. Ich mähe jetzt auf alle Fälle weiter. Allein die Wärme ist.
da lag ein Baum im Weg. Den haben wir ja im Frühjahr beseitigt. Im Auftrag sozusagen. Und jetzt kommen wir hier auch endlich mit. Jawohl, ja. Wir kennen ja keinen Hang. Nein, gar nicht. Hang, was ist denn das? Wie schreibt man das? An die, die wirklich richtig steile Hänge mähen. Das hier reicht mir schon. Da werden wahrscheinlich andere wirklich noch lachen drüber und werden sagen, ja komm, du mit deiner bisschen Hangwiese da. Aber ganz ehrlich, die hat es in mehr. Ah, Luft. Ah, auch keine Luft. Ja, die Stadtwände ist gewulcht da, die waren immer mit dem Unimog da. Mein Unimog weiß nicht im Gebirge. Das ist ähnlich wie bei meinem Auto. Du kannst zwar ein ganzes Stück rein, aber mein Bulldog ohne Doppelbereifung. Langsam fahren, mit Gefühl. Bloß hoffen, dass man da nicht umhauen.
Wasser. Die Wiese dahin ist jetzt so weit abgemäht, wie mir bekannt war, dass ich darf. Ja, bitte das Stück, das hatte ich ja letztes Jahr schon. Letztes Jahr lag ja da oberhalb ein Baum drin. Und den haben wir dieses Jahr nicht mehr. Den habe ich ja quasi entsorgt. Ja, hier vorne leider schlecht zu mähen. Das ist ein ziemlicher Steinhaufen. Und ich habe jetzt gerade ein paar Steine rausgelesen. Ich wollte eigentlich mit angehobenem Mähwerk da mal ein wenig drüber, dass das ein wenig gekappt ist. Aber da ist der Hang dann und bevor wir da rüberfallen und... Na, das muss nicht sein. Das soll die Stadt wieder mit ihrem Mulcher machen. Weil den Graben da unten, den machen die normal auch mit dem Mulcher. Das haben wir letztes Jahr schon so gemacht. Da sind wir ab und an da noch ein wenig Unrat mit drin. Ich meine, ich habe die Wiese abgeschleppt im Frühjahr und du steckst halt trotzdem mit drin. Die hauen halt ihren Dreck rein und von der Umgehung da, da kommt halt auch immer mit Dreck. Sollen sie das untere reinmulchen, sollen sie da oben an der Straße entlang noch reinmulchen, wo ich nicht hinkomme. Und sollen sie das mit reinmulchen, gut ist die Sache. Ich meine, kommen müssen sie so oder so, weil das Teilstück da vorne mache ich sowieso nicht. Von daher spielt das dann auch keine Rolle, können sie das mitmachen. Aber für mich ist das eigentlich eine schöne Wiese. Ich habe das mit denen ausgemacht. Ich darf die immer wieder mit abmähen. Habe ich quasi gute Kontakte rein. Und dann hat er gesagt, ja, passt schon. Schöner, wenn die Wiese auch einmal gemäht wird, als dass das dann immer nur gemulcht. Die verfetten dann so richtig. Und da hast du einen Haufen Gelump drin, was du nicht willst. Er kommt selber aus der Landwirtschaft und sagt, es ist deutlich schöner, wenn es abgemäht wird. Und ich meine, es sollte man zusätzlich nutzen. Das ist nicht nur ein eingemulcht und irgendein Dreck dann, sondern es ist nur ein Viecherfutter. Und wenn man jetzt gesehen hat, also es ist ziemlich abgeblüht alles. Ich habe die jetzt recht spät gemäht, nicht mit dem ersten Schnitt wie die anderen. Wir haben jetzt aktuell fast schon Juli. Ja, es passt. Und wenn jetzt da auf der Wiese dann nichts mehr wächst, ist es auch nicht schlimm. Ich sage, da mache ich mich nicht verrückt deswegen. Aber Hauptsache, ich habe die abgemäht, Hauptsache, das hat funktioniert. Und ja, schauen wir mal, dass da dann noch ein Heu draus wird. Weil das ist ja Heu, der erste Schnitt. Und ja, ob es da mal Krummel gibt oder nicht, lassen wir uns überraschen. Jetzt geht's heim. Und dann ist ja Stall angesagt, 5:30 ist es. Den Kram dann noch an der Heuwende anspannen, den werde ich dann hier noch reinfahren. Stellen ihn hier drinnen ab. Kann ich in die Halle da dann mit rein tun und ja, dann passt das. Also gut, jetzt machen wir uns auf den Heimweg.
gestern Abend habe ich dann nochmal Futter geholt, mal eine Stelle gemacht. Gerade mit heute bin ich nicht mehr reingefahren. War zu spät. Das habe ich heute früh gemacht, wie ich auf die Arbeit bin. Habe ich quasi drin bei meinem Vater in der Firma abgestellt. Und ja, habe mich drinnen dann mitnehmen lassen. Die Arbeitskollegen waren eh auf dem Weg hier raus. Da hat es gepasst. Ja, der Kramer steht jetzt quasi mit Rollwände bei meinem Vater drin. Ich bin jetzt mit dem Firmenauto daheim. An der Schwäger hat es nicht heimgekommen. Und na, ich bin noch weiter da. Ja. Und jetzt haben wir schnell das alte Reisigzeug noch vom Kipper runter, was drauf war. Dann klappt es, wenn du nichts kommt, Koma Sato. Schlimm. Ja, auf alle Fälle schnell den Kipper leer gemacht, dass ich den dann morgen gleich hab. Jetzt drin. Kramer steht irgendwo da drin, schön geparkt, aufgeräumt. Ja, der bleibt jetzt hier drin stehen. Ich bin mit IHC mit dem Fellerschwader rein. Ja, der Fellerschwader. Ich habe da wieder ein bisschen gerichtet, oder besser gesagt der Vater, oder gemeinsam, oder wie du es nennen willst. Verbogen war ja das Vierkantrohr da, der vom Schwartuch. Ist wieder gerade. Ja, jetzt die Zinken sind alle dran soweit und was jetzt noch fehlen würde, wären zwei neue Reifen. Mal gucken. Es könnte aber sein, dass ich jetzt trotzdem einen neuen Schwader kriege. Mein Vater hat irgendwie einen Tipp vom Arbeitskollege oder so gekriegt und ja, der macht sich jetzt mal schlau. Also der Arbeitskollege, da tut wohl einer seinen Schwader weg, der ist erst vor ein paar Jahren neu gekauft worden und hat im Jahr 2 Hektar Heu gesehen. Das ist eine mit 3,50 Meter Arbeitsbreite. Keine Ahnung. Was weiß ich, mal gucken. Auf jeden Fall, wir wissen keinen Typ, wir wissen keinen Hersteller, wir wissen kein nix. Das wird sich dann zeigen. Ja, wenn es nicht klappt, das ist auch nicht dramatisch. Wenn es klappt, das ist mir das recht. Ein Miststreuer soll der wohl auch haben, kann wohl ein Krüger sein. Da ja schon mein Vater gesagt, also mich reizt halt ja wirklich diese Camperfräse. Einfach einmal, weil du diese Fräswirkung, diese seitliche hast und 8 Meter Streubreite, das ist doch nicht ohne. Relativ dünn kannst du damit auch arbeiten, weil er eben fräst. Was ich eigentlich ganz schön finde. Was eventuell bei Krüger noch eine Option wäre, wäre ein H4, der hat dann 4 Kreiselarme drauf, der soll noch ein bisschen besser sein. Ja, wenn es dieses Jahr nicht klappt, dann vielleicht nächstes Jahr oder sonst irgendwann. Ich meine, da machen wir jetzt keinen Kopf deswegen. Auf jeden Fall, ja, ich habe jetzt hier mal ein bisschen gespartet, aber nur die Ränder, dass das von unten ein wenig raufkommt. Normalerweise macht man das direkt nach dem Mähen. Wäre aber zu spät gewesen und ach, heute Nachtschwaden ziehen wir aber keine. Das kann ruhig liegen bleiben. Temperaturtechnisch ist es über Nacht warm gemeldet. Morgen, wenn mein Vater auf der Arbeit ist, dann in der Brotzeit kann es durchheuern. Und wenn ich dann vor der Arbeit komme, ein paar Schauer, Schwaden und Pressen eventuell, ja, wird sich zeigen. Jetzt fahren wir heim. Und ja, ich denke, dann machen wir Feierabend für heute.
Leute, und an dieser Stelle würde ich jetzt sagen, Fortsetzung folgt. Das war's für dieses Video. Ist lang genug geworden. Ich habe es jetzt gerade hier zurechtgeschnitten. Wenn ich auf die Uhr gucke, schon ist es auch spät. Morgen früh um 4.20 Uhr klingelt der Wecker. Jetzt ist es gleich 11 Uhr. Uha, Zeit fürs Bett. Jo, ich wünsche euch auf alle Fälle ein schönes Wochenende. Und am Dienstag sollten wir dann den Rest vom Heu sehen. Also theoretisch dann das Schwaben und das Pressen. Vom Wenden gibt es diesmal nichts, weil das Wenden macht der Vater noch. Aber das Schwaden wird morgen ich machen, wenn ich von der Arbeit komme. Also quasi, wenn ihr das Video seht, habe ich das vermutlich schon gemacht und eventuell sogar schon gepresst. Gut, in diesem Sinne, ich wünsche euch was. Servus.